Wir fangen aber einfach mal an. Was mir wichtig ist, ist, dass man erstmal sagt, okay, Erfolg. Wer ist erfolgreich? Was ist das eigentlich, Erfolg? Erfolg oder eine erfolgreiche Person ist jemand, der aus einer bestimmten Menge herausragt. Also jemand, der eine Fähigkeit erworben hat und sich mit Hilfe dieser Fähigkeit zum erfolgreichen Menschen gemacht hat. Diese Fähigkeit ist wahrscheinlich anerworben, anerzogen, antrainiert, angelernt. Es kann natürlich auch sein, dass einer aufgrund einer bestimmten Fähigkeit, die er angeboren hat, sich zu einer erfolgreichen Person gemacht hat. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern es geht um die anerworbene Fähigkeit, also die antrainierte, angelernte Fähigkeit. Und da ist es mir wichtig zu sagen, es gibt grob gesagt zwei Ideen des Lernens. Also wenn man sich was aneignet, das ist über Versuch und Irrtum. Das heißt, man macht einfach was und über eine bestimmte Idee, wie man das machen möchte, kommt man dann zum Erfolg oder eben zum Irrtum, lernt daraus und hangelt sich so zum nächsten Irrtum. Es gibt einen schönen Satz von Bertolt Brecht: Lassen Sie mir meine Ruhe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Habe ich jetzt mal so zitiert, ich hoffe, der ist richtig. Wir können also sagen, die eine Art des Lernens, die dauert sehr lange, also über Versuch und Irrtum, das ist etwas, was über Generationen wahrscheinlich hinweg funktioniert. Das kann man aber aufbauend auf diesem Lernen natürlich auch sagen, man partizipiert an dem, was ein anderer Mensch schon gelernt hat. Das heißt, man geht her und sucht sich einen Lehrer und lässt sich von dem beschreiben, wie er über sein eigenes Lernen, über Versuch und Irrtum erfolgreich wurde, sich eine Fähigkeit erzogen hat und kommt dann in die Situation, dass man selber eine Fähigkeit hat, indem man von dem Wissen eines anderen profitiert. Und das ist das, was man normal in der Schule oder an der Universität oder in unserem Fall in einer traditionellen Kampfkunst, wie man da so vorgeht. Ja? Und da sind wir heute hier in diesen schönen Räumlichkeiten und ich gebe das Wort ab an meinen Großmeister Sifu Klaus Brandt. Ja, hallo. Freut mich mal wieder dabei zu sein bei einem der Videos von Sifu Ralf. Ja, das Thema Erfolg in einer traditionellen Kampfkunst ist sehr interessant, denn meistens wird Erfolg persönlich definiert und nicht mehr von der Allgemeinheit, sondern es wird einfach nur eine Zufriedenheit geschaffen irgendwann und das Ganze am Ende Erfolg genannt. Erfolg fängt an mit einem eisernen Wille, also mit Wille und mit Disziplin, also einer Beharrlichkeit. Immer mal wieder ganz interessant, weil es genau zwei Tugenden abdeckt, die ja eigentlich die unter den fünf Tugenden unserer IAW immer zu finden sind. Da erstmal Wille und Disziplin. Wer den Wille hat, hat natürlich noch nichts entschieden. Der ist auf der Suche, irgendwo erfolgreich zu werden, irgendwas. Es beginnt ja immer irgendwann und irgendwo mit irgendwem. Und das Wichtigste ist ja, oder das Schwierigste, würde ich sogar sagen, in der heutigen Zeit ist, den richtigen Menschen zu finden, dem man sich anschließt oder von dem man lernen will. Und in der Sache Erfolg, muss ich sagen, habe ich schon natürlich ich jetzt für mich mehr Menschen scheitern sehen als erfolgreich werden, weil es immer irgendwo natürlich mangelt. Und normalerweise könnte man sagen, dass ein Mangel prinzipiell kein Problem darstellt, sondern erstmal eine Klarheit verschafft. Das heißt, wenn man einen Mangel hat, ein Nichtwissen, eine Unfähigkeit, und das war vorhin auch gut die Einleitung mit diesem Geburtsrecht, man erwirbt sich aufgrund seiner, was weiß ich, seiner Gene eine bestimmte Fähigkeit. Manche sind talentiert, aber sie müssen es trotzdem ausarbeiten und sie müssen trotzdem irgendwas dafür tun, das zu definieren und zu so auszuarbeiten, dass es andere auch wollen oder dass es anerkannt wird. Und da gibt es einen schönen Satz: Hard work beats talent. Und der stimmt so gut wie immer. Wie gesagt, nur bei ganz wenigen Ausnahmen, wenn es um irgendein Talent geht, das man aufgrund irgendwelcher Umstände hat. Alle anderen Talente sind anerzogen, antrainiert und so wie bei jedem Maler, es immer heißt, der war talentiert dann, wenn es ihn nicht mehr gibt. Wenn man die
Bilder später auf einer Ausstellung besichtigt, sagt man, der war talentiert, als er lebte, hat es wenige Menschen interessiert, was er da gezeichnet hat. Meistens wurde er noch belächelt, so funktioniert es oft auch heutzutage mit Innovationen etc. Bei einer traditionellen Kunst ist es halt so, dass man jemanden finden muss, der sich erstens mal in einen Weg hineinbegeben hat und sehr, sehr fleißig an sich gearbeitet hat. Das heißt, er hat sich führen lassen und ist aufgrund dieses sich führen lassen mit Misserfolg leben, mit Scheitern leben, ist er zu einem Punkt gekommen, der ihn auf irgendeine Art bekannt gemacht hat. Das ist ja auch das ein Punkt bei Sachen Erfolg. Wer ist in der Lage überhaupt, so ein Video sich anzuschauen, wenn es länger als 10 Minuten geht? Und da klicken ja die Misserfolgsmenschen schon nach 8 Minuten aus, weil es ja irgendwie nicht mehr greifbar ist. Ja, weil sie sich nicht bestätigt fühlen in dem, was sie so an täglichen Erfahrungen machen. Das ist ja genau das, dass man sich eine Fähigkeit erwirbt, die man über das tägliche, also die höher steht als das tägliche Erfahrene. Ja, das tägliche Erfahrene, das ist das, was man jeden Tag macht. Und wenn man jetzt eine Sprache lernen will, dann ist es eine Fähigkeit, die eben nicht mit der Erfahrungswelt des täglichen deckungsgleich ist. Ja, das ist das Problem. Genau, also wenn man den Wille hat, kann man sagen, okay, jetzt gehe ich aus den alten Mustern raus, gehe in neue Muster rein, lass mir die neuen Muster erklären, sofern sie mir gefallen, sofern ich das wirklich auch erreichen will, was hier vorgegeben ist. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir genau sagt, was ist der Anfang und wo geht es weiter? Das Ende ist immer schwer. Das Ende gibt es eigentlich nicht. Also was ist der Anfang und wie geht es weiter von der einen Erfolgsstufe zur nächsten? Und eigentlich hat das ja nie... Und wie finde ich denn? Wie finde ich denn? Ich habe mir heute Morgen ein bisschen was aufgeschrieben. In der traditionellen Kampfkunst sucht man vielleicht einen Lehrer, findet den über die Reputation des Lehrers. Das ist klar. Das muss natürlich immer jemand sein, der eine gewisse Vorbildfunktion hat, denn irgendwie anerkannt ist. Aber was der normale Mensch so machen würde, gerade in der heutigen Zeit, ist, dass man sagt, okay, man geht über seinen gesunden Menschenverstand, man schaut sich an, was der macht, zu sagen hat, wie der sich gibt, wie der Unterricht ist und beurteilt das selbst, ob einem das gefällt, also dass man sagt, okay, das ist deckungsgleich mit meiner Vorstellung, das ist das Ziel, da will ich hin, ja, das sehe ich als Vorbild. Jetzt hat man aber das Problem, dass man diesen in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand oft, dem vertraut man nicht, weil man aus Angst davor hat, über unser Versuch- und Irrtum-Schema, dass man sagt, ich vertraue diesem gesunden Menschenverstand nicht, weil ich könnte ja auch ein Irrtum machen, also mich irren und dann werde ich von meinem sozialen Umfeld komisch angeguckt und deswegen lasse ich mein soziales Umfeld entscheiden, ob der Lehrer gut ist oder nicht. Also man fragt den Nachbar, den Kumpel, der aber von Kampfkunst, und das ist in allen Bereichen so, ja, das zieht sich ja durch alle Geschäftsbereiche. Das heißt, man fragt den Arbeitskollegen, ob der Kampfkunstlehrer gut ist, der natürlich von der Materie keine Ahnung hat. Das ist ein Thema, da ist Erfolg eigentlich generell immer gleich. Also egal in welchem Bereich, das kann eine traditionelle Kampfkunst oder das allgemeine Leben sein. Man ist auf einer Ebene, mit der man momentan ganz dankbar ist und gut umgeht und man will die nächste Ebene erreichen. Jetzt kann man ja nicht die Menschen auf der seltenen Ebene fragen oder die eine Ebene tiefer stehen, wie es geht. Weil die werden einem ja alles erzählen, was sie so gehört haben, aber nichts, was sie wissen. Da muss ich aber eingreifen. Du redest von Ebenen. Das heißt, das ist ja in der heutigen Gesellschaft nicht so gern gesehen, genau, dass man an Hierarchien denkt. Genau, man will immer gern... Jeder ist gleich. Genau, alles sind gleich und da kann ich nur sagen, nein, dem ist nicht so, wir sind nicht alle gleich. Es gibt Menschen, die haben einen unglaublichen Erfolg in dem, was sie tun und andere haben gar keinen Erfolg. Dann gibt es die Nächsten, die spielen den Erfolg, haben irgendwelche Geschichten aufgebaut, um den Erfolg zu halten. Das ist alles natürlich immer so eine Momentaufnahme, das wird nicht auf die Ewigkeit gehen. Aber tatsächlich gibt es ja Menschen, die stehen irgendwo in der Hierarchie höher. Das ist, das war früher militärisch so, das war in den Kasten so, das war immer schon so in der Tradition, da haben wir auch traditionelle Kunst, dass in der Kampfkunstszene der Sensei, der Sifu, je nachdem, aus welcher Region die Kunst entstanden ist. Jetzt gehen wir mal in unseren Bereich, in der chinesischen Kunst und sagen, okay, der Sifu, der Dai Sifu,
Der hat sich also, der steht also eine Ebene höher. Das heißt nicht, dass ein Mensch ein besserer Mensch ist oder sonst was. Der ist einfach in der Sache, in der er sich zum Fachmann gemacht hat, der Ansprechpartner, der Meister, der Großmeister, der die Sache versteht, bis ins Kleinste. Und natürlich passt das vielen nicht, weil man will ja gern gleich ganz oben stehen und deshalb auch oft die Frage, wie lange dauert es bis zum Meister, weil ich will gern der Große sein. Dass das ein Weg ist und ein Prozess, das lässt man heute nicht mehr zu. Und dass man sagt, man steht eine Ebene drunter und fragt den, der eine Ebene drüber steht, ist oftmals auch ein Ego-Problem, weil man oftmals auch sein Ego überschreiten muss und sagt, okay, ich bin halt noch nicht so weit, ich muss nachfragen. Und das, was vorhin noch gesagt, das war noch interessant, die Reputation des Lehrers. Ne? Also das heißt, ich suche mir einen Lehrer, der eine Reputation hat. Natürlich von wem? Von einem, der in der gleichen Ebene steht? Oder geht die Reputation von einem aus, der unter ihm steht, der über ihm steht? Das ist immer die Frage, die man stellen muss. Was ist die Reputation eines Lehrers? Also wer ist der Lehrer des Lehrers? Und was für eine Reputation hat der? Hat der Lehrer nur Freunde, die ihn gut finden? Das ist wie bei vielen Casting-Shows zum Beispiel. Das heißt, die Mutter findet dich ganz gut, dann gehst du singen. Die Oma hört dir gern zu, wie du Klavier spielst, sonst niemand. Und dann sagt die Mensch, mein Enkel, der spielt so gut Klavier. Würde niemand gerne hören, aber für sie ist das schön. Also natürlich kann man auch für eine oder zwei Personen im Leben schön sein oder fleißig sein oder talentiert sein. Die Frage ist nur, ob man das für eine Masse auch bringen kann und ob man die Leistung einer Masse gegenüber genauso zeigen kann und die Masse einen als talentiert oder interessant oder gebildet bezeichnen. Also wen fragst du, wenn du was wissen willst? Gleiche Ebene, tiefere Ebene oder höhere Ebene? Oftmals ist es schwer, einen Termin zu bekommen bei einem, der in ein paar Ebenen über dir steht. Aber da sollte man geduldig sein und wenn man den Termin dann hat, dann sollte man auch genau hinhören und dann auch fragen, wie der Weg aussieht und dann erst seine Ziele setzen. Nicht Ziele ohne Ahnung setzen oder nur, weil man irgendwas bei YouTube gesehen hat. Ich sage da immer so ein schönes Beispiel. Ich hatte schon viele Schüler, die, bevor die sich eine Privatstunde nehmen, oder die hatten, sagen wir mal, im hohen Bereich noch nie im Leben eine Privatstunde bei mir gebucht, hatten aber sich, also aufgrund von irgendwelchen Kosten, hatten sich aber eine Ausbildung gekauft. Also das Geld war da, für die Fantasie zu erfüllen, aber die Fantasie wurde nie erfüllt, weil man den Weg nie gegangen ist. Also Doppelmesser. Oder Doppelmesserbilder, ja genau, das sind doch typische Dinge. Wie findet man einen guten Kampfkunstmeister? Ja. Hat er Doppelmesserbilder unter uns? Steht er irgendwo mit dem Langstock rum? Richtig, das macht halt an. Das heißt, man hat irgendwas im TV oder irgendwo in den Medien gesehen, da ist immer dieser Holzpuppe-Doppelmesser Langstock. Und darum sieht man ja sehr, sehr viele Bilder von, also wenn es um Nonsens geht, findet man massenweise Bilder von Langstock, Doppelmesser, Holzpuppe. Schüler, die meistens nichts auf die Reihe kriegen, haben im Schülerbereich schon eine Holzpuppe, also im Schülerstadium, ja. Was eigentlich nur einem zustehen könnte, wenn er eine Akademie leitet und die Holzpuppe praktisch als Accessoire der Geschichte mit im Raum den Raum auskleidet, dann finde ich das völlig in Ordnung, auch wenn der Schüler oder der Lehrer noch eine Schülerstufe hat. Wenn der Schüler schon Lehrer ist im Schülerbereich, also der Lehrer noch eine Schülerstufe inne hat und noch nicht Technikergrad ist, dann ist das völlig okay nach meiner Meinung. Ein Schüler, der noch kein Technikergrad ist, sondern noch kein zweiter Technikergrad zu Hause eine Holzgruppe hat, ist eigentlich der ganz sicher nie was erreicht, weil der hat einfach schon Der hat sich einfach schon falsch programmiert, hat nie zugehört. Und hat seine. Natürlich ist es ja, ich verstehe den Schüler, ich versuche mal den Schüler zu sehen, ja. Der hat einen Traum. Ja, der hat einen Traum von einem erfolgreichen Kampfkunstlehrer und will sich den Traum auch visualisieren, indem man. Okay. Ja, die Träume sind, aber dann hat er einen schlechten Lehrer, weil dann sind die Träume fehlgeleitet. Ja, der Lehrer wäre eigentlich. Oder er spricht nicht mit seinem Lehrer. Das kann natürlich auch sein. Ja, man kann natürlich dem Schüler auch die Träume zurechtrücken und kann sagen, du. Ich mache dir mal einen Plan, hock dich mal hin, wir gehen das mal zusammen durch, kümmere dich mal um das und das und das. Das heißt, die Träume sind ja nicht schlecht. Das ist ja eine Visualisierung in die Zukunft, die finde ich nicht schlecht. Ja, nur, dass man oftmals Visualisierung anfängt, bevor man weiß, worum es geht. Ja. Das habe ich vorhin gemeint, dass man dann visualisiert und auch schon diese Dinge sieht und sich vornimmt. Das ist ganz wichtig sogar, also Visualisierung bin ich der Erste, der sagt, ja, ganz, ganz wichtig, dass man sich in sich auch schon vorstellt,
was bin ich, wer bin ich in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren und gerne auch schon sich selbst sieht als Technikergrad oder Meistergrad, alles in Ordnung. Es sei denn, man hat noch nicht mal den ersten Schülergrad oder noch nicht angefangen oder weiß oder fängt mit einem Kumpel an, weil man sich ersparen will, irgendwas auszugeben für einen vernünftigen Lehrer. Ja. Und ich denke, da kommen wir mal zum nächsten Punkt hin, würde ich dir gerne übergeben. Also da wäre jetzt die Frage, wo wir so gestellt haben, wie würdest du sagen, dass ein Schüler einen guten Lehrer findet? Also ich habe hier den ersten Punkt, das ist die Reputation. Das ist immer das Gleiche. Natürlich braucht ein Lehrer eine Reputation. Es kann aber auch sein, dass die Organisation, der er angehört, eine sehr gute Reputation hat, weil er selbst vielleicht ersten Praktikergrad hat oder irgendwas, was noch nicht international bekannt ist. Deswegen tut man sich ja eingliedern in eine gut funktionierende Organisation. Und der nächste Punkt ist, hat der Lehrer, der die traditionelle Kampfkunst Wing Chun unterrichtet, selbst Erfolg innerhalb der Organisation und außerhalb natürlich, kümmert er sich regelmäßig um seine Weiterbildung. Und der wichtigste Punkt, und das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, entzieht er sich oder kommt er zu seinem Großmeister zur Beurteilung? Das sind alles wichtige Punkte. Okay, fangen wir mal von vorne an. Das sind echt wichtige Punkte. Also der Lehrer, den man sich aussucht, die Frage ist, hat er sich einer Organisation angeschlossen oder gehört er zu den sogenannten Hippies? Also diese Hippies, das sind die, die, sagen sie, haben mal irgendwo gelernt, waren mit nichts zufrieden oder kamen menschlich mit dem Lehrer nicht klar, den sie nicht heiraten müssen. Also das sind meistens, ist dann diese Hippie-Organisation. Es gibt also keine wirkliche Organisation dahinter, es wird ein Logo gemalt und es wird eine Geschichte erzählt, um das Logo herum geschmückt und dann wird einfach unterrichtet. Die Frage ist wirklich, wer ist der Lehrer des Lehrers? Wo kommt die Kunst her? Also wer die Kunst entwickelt, so wie sie ist? Ist das eine Kopie von irgendwas? Ne? Macht er es besser als das, was er gelernt hat? Also behauptet er, das verbessert zu haben? Immer mal nachchecken, wo kommt die ursprüngliche Kunst her? Wo hat er gelernt? Ganz, ganz wichtig. Und wie oft unterzieht er sich der Kontrolle da, wo er gelernt hat? Also hat er sich der Kontrolle entzogen? Hat er vielleicht sogar eine Ausrede dafür? Ist er noch dort regelmäßig stationär und lässt sich auch ausbilden? Ich sag mal so, ich zum Beispiel mag natürlich, dass Ausbilder oder Akademieleiter regelmäßig sich weiterbilden. Die müssen mich nicht jede Woche besuchen, aber es muss eine Regelmäßigkeit erkennbar sein, kann auch vierteljährlich sein. Wir haben alle Zeitprobleme, das weiß ich, und man muss dann halt bündeln, komprimiert sich trainieren lassen, auch wieder überprüfen lassen. Wer sich der Überprüfung erzieht von dem Gründer des Stils, ja, so kann man es ja grob sagen, das muss jemand den Gründer finden, der dich überprüfen kann. Was du kannst, ist eine eigene Kunst erschaffen. Das ist natürlich eine harte Arbeit. Ich meine, da können wir ein anderes Mal drüber reden, was dahinter steckt. Hatten wir aber schon in einem der ersten Videos. Wie das funktioniert, okay, gut. Das nächste ist natürlich bei diesem Lehrer, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was macht der eigentlich, der Lehrer? Was ist dessen Beruf? Und da sollte man sich mal wirklich Gedanken drum machen, was macht der Lehrer, ist das vielleicht sein Hauptberuf, zu unterrichten? Und jetzt kann ich was loswerden, was ich denke, was viele vielleicht ein bisschen schockieren wird. Wenn euer Lehrer keinen Beruf hat, dann könnt ihr vermeiden, dort aufzutreten oder anzutreten, denn dann hat er ja sich entschieden, das, was er bietet, die Kampfkunst als Hauptberuf zu machen. Das heißt also, er muss es schmackhaft machen, um eine Masse zu generieren. Also wir haben hier das Quantität-Qualitätsproblem. Ein Lehrer, der einem ordentlichen Beruf nachgeht, also irgendwann einen Job hat, wird der natürlich auch entsprechend sein Hobby pflegen und gerne weitergeben. Das heißt, ihm ist mehr an Qualität gelegen als an Quantität. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Quantität im Sinne von viele Schüler, finanzielle Absicherung. Mhm, logisch. Ja, du hast ja Fixkosten, du hast die Raum, du musst leben davon. Ja, Wahnsinn. Das ist schlimm. Da kommt viel auf dich zu. Ja. Wenn du es hauptberuflich machst, brauchst du die ganzen, brauche ich nicht erzählen. Ja, da brauche ich die ganze Absicherung, wo das Rundumpaket, was natürlich einiges verschluckt. Ich brauche natürlich entsprechend viele Schüler,
und muss die Schüler irgendwie halten. Das heißt, ich muss sie bei Laune halten, bespaßen und muss eine Art Unternehmen eigentlich aufmachen, bei dem es automatisch fast beamtenmäßige, automatisierte... Das war mein Lieblingspunkt. Ja, das ist aber die Kadrierung automatisch erfolgt über die Dienstzeit, genau, wie bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Man hat einfach so eine Dienstzeit in der Behörde und kriegt dann ein TG so alle 2 Jahre. Genau, also es gibt automatische Kadrierung, weil man die Menschen ja auch bespaßen muss, denen Freude bringen muss. Und die Kadrierung hat eigentlich den Wert verloren. Die wird einfach durch die Zeit gegeben. Oder wie im Beamtenstatus ja auch so ist, der am besten Schleim bekommt noch ein bisschen schneller. Also der, ja, das ist natürlich der noch ein bisschen mehr kratzt, der kriegt noch ein etwas frühere Gratulierung versehen oder der irgendwie mit einer Mitleidsnummer kommt, ich bräuchte das jetzt für meine Seele, für mein, was weiß ich, Seelenbefinden. Ja. Mir wird es besser gehen, ich würde mich besser fühlen. Richtig, genau. Und so hat natürlich der Lehrer, der nicht verantwortlich ist für das Seelenbefinden seiner Schüler und auch nicht Bespaßung betreiben muss, das sieht man ja mittlerweile auf Webseiten auch, wo es dann heißt, es macht Spaß, bla bla bla, und wir hüpfen alle. Das Training muss nicht immer Spaß machen und prinzipiell bei Wing Chun, wenn ich jetzt auf Wing Chun beziehe, das macht nicht immer Spaß, macht manchmal einen halben Spaß, manchmal macht es gar keinen Spaß, weil man sich auch mal nach dem Idiotenhügel, wenn man den verlässt, auch mal wieder bewusst wird, was man eigentlich alles noch zu tun hat. Und wenn man dann in dieses Tal der Erkenntnis überschreitet. Über das Dunning-Kruger werde ich ein Video machen, das ist sehr interessant, ich habe mir da ein paar interessante Sachen einfallen lassen. Ganz kurz, es geht also um einen sogenannten Idiotenhügel. Das ist quasi der, der ein bisschen sich was angeeignet hat und auf Augenhöhe plötzlich mit dem Spezialisten sich wiederfinden will. Kommt sehr oft vor. Deshalb haben wir nicht selten, wir beide können da wahrscheinlich auch mehrere Videos noch darüber machen, wie das überhaupt stattfindet. Aber lassen wir das mal nebenbei. Ja. Das heißt, man muss natürlich akzeptieren, dass man dass auf Fehler hingewiesen wird und muss natürlich auch gnadenlos energisch sein, trotzdem ins Training zu gehen, auch wenn es in dem Moment, in dem man was Neues erlernen muss und in dem noch nicht so optimal alles läuft, wenn es im Moment noch nicht so schön aussieht. Das macht manchmal auch keinen Spaß. Also allgemein zu sagen, Wing Chun macht Spaß oder Training macht Spaß, wäre falsch. Wenn man Spanisch zum Beispiel lernt, Vokabeln lernen macht definitiv, also wer mir erzählt, Vokabeln lernen macht Spaß, aber es macht dann natürlich Spaß, wenn du in Spanien bist und kannst dich ein bisschen ausdrücken. Das ist der Unterschied zwischen, das Lernen muss nicht immer Spaß machen. Es ist gut, es gibt da verschiedene Theorien, da haben wir vorhin davon gehabt, es gibt natürlich völlig neue wissenschaftlich untermauerte Lernmethoden, die alle, okay, die haben aber in der traditionellen Kampfkunst nichts verloren. Und ob die neuen Lernmethoden, die mit Spaß und intuitiv, und das wird die Geschichte zeigen, ob die funktionieren. Ja, das lassen wir mal weg. Ja. Ja. In der Methode nämlich wäre es dann so, dass der Schüler akzeptiert, was der Lehrer von ihm will. Und der Lehrer nicht den Schüler fragt, was er gerne trainieren möchte. Das ist wie wenn man einen Guide hat in irgendeinem Dschungel und der Guide kennt den Weg. Man sieht 5 Wege, 4 sehen super schön aus, der 5. sieht nicht so schön aus, aber da sagt der Guide, geht's hin. Und da sagt man, nee, das ist hier wachsen schönere Pflanzen oder hier sind schönere Tiere. Es geht nicht um die Schönheit des Weges, es geht um den Zweck. Und der Guide weiß, wo es hingeht und was für einen Zweck er erfüllen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn sich der Schüler einig ist mit dem Guide, dass die beide sagen, okay, der Schüler sagt, ich will dahin in diese Richtung. Und dann sagt der Guide, okay, komm, ich zeig dir den Weg. Und wir haben die Situation am Markt, dass sich der Kampfkunstlehrer ja, wenn er finanziell aus Eigeninteresse am Markt sehr erfolgreich sein möchte, dann muss er sich nach dem Schüler richten, der natürlich auch seit Jahren, ich beobachte das, dir wird es ähnlich gehen, ein gewisses Maß an Eigenreflexion vermissen lässt. Das heißt, der Schüler sieht sich selber in einer anderen Situation als ich, nicht alle. Als ich ihn sehe, hat natürlich auch positive Ausnahmen und negative Ausnahmen, aber so im Querschnitt hat man die Tendenz, dass der Schüler sich ein bisschen besser sieht und die Eigenreflexion nicht vorhanden ist oder nicht gut ausgeprägt ist. Und das führt dazu, dass der Lehrer, der jetzt versucht, dem Schüler
nach dem Mund zu reden. Den Schüler natürlich im Unterricht nicht mehr beurteilt. Man könnte ja eine negative Beurteilung rauskommen. Also vermeidet die Kritik. Genau, der Schüler sollte schon an sich glauben, von sich überzeugt sein, visualisieren, Träume haben. Und der Lehrer muss immer wieder ein bisschen jonglieren, vielleicht auch nicht so abrupt darauf stoßen, dass das jetzt auf die Art und Weise nicht hinhaut, sondern schon auf Fehler hinweisen, ohne den Schüler in seinen Träumen und Wünschen zu stören. Und das ist echt eine ganz, ganz interessante Sache. Nur halt, wenn man die Träume nur noch stattfindet, der Lehrer träumt mit und erfüllt Träume anhand von Geraden, ohne richtig darauf hingearbeitet zu haben. Das heißt, man geht andere Wege und sagt, das wäre jetzt auch ein Ziel. Ja? Das heißt, man ist nicht am Ziel und gaukelt das als Ziel vor oder als Weg vor. Dann ist der Spruch, der Weg ist das Ziel, völlig absurd geworden. Dann ist der Weg wirklich nur ein Irrtum. Und aus einem Irrtum, den man lang betreibt, kommt man auch nicht mehr raus. Das heißt, wenn man lang den Weg falsch gegangen ist, Ein Irrtum, den man lang betreibt, kommt man schon raus, indem man eine Ideologie draus macht. Okay. Parallel zur Realität und diese Ideologie natürlich durch Eigenverfestigung und positive. Okay, jetzt wird es aber gesellschaftskritisch. Genau. Also wir gehen mal wieder zurück. Also, wenn der Lehrer aus finanziellem Interesse den Schüler kritisiert, dann kommt es zu einem Konflikt. Und das Risiko, dass der Schüler dann den Lehrer verlässt, ist natürlich für den Lehrer zu groß. Und deswegen wird er das nicht in dem Maße, manchmal muss man wirklich sagen, also jetzt reißt jemand zusammen, gehen wir mehr in diese Richtung. Oder man muss jemanden mal animieren, ins Training zu kommen und zu sagen, hör zu, du hast einen Schülergrad vor dir und du willst den unbedingt erreichen, das musst du aber mal gucken, dass du regelmäßig ins Training kommst. Also solche Dinge wird der Lehrer vermeiden, weil ihm das Risiko zu groß ist, dass er natürlich seine Schüler verliert. Und das ist die Situation am Markt. Wenn jemand finanziell das sich als Beruf gewählt hat. Und deswegen machen wir das ja, wir haben das ja nicht. Ganz wichtig, dass wir das nicht haben. Ansonsten wären wir abhängig davon, dass wir unterrichten müssten. Also nicht die Qualität aus Liebe. Des Windschirms leiden. Wo hat er gelernt? Wie geht es weiter? Wo ist die Kontrolle? Hat er einen Beruf? Ja, ist er also, macht er das hauptberuflich oder nicht? Also leidet er darunter, dass er dich haben muss als Schüler? Und muss jetzt natürlich recht machen und entsprechend sich um Quantität kümmern. Das ist natürlich schadhaft und das wissen wir alle. Ich denke, traditionell hat das nie so ausgesehen, dass ganz früher die SIFUs irgendwie aus irgendwelchen finanziellen Gründen. Heißt aber nicht, dass Qualität kein Geld kostet. Genau, ja. Das ist super. Also wenn, nicht, dass es jetzt das falsch rüberkommt, dass man seinen Monatsbeitrag bezahlt, dass eine Leistung bezahlt werden muss. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass jetzt der Lehrer aus lauter Leidenschaft und Liebe alles für nichts hergibt. Das ist völlig sinnlos, weil er hat sich das schwer erschaffen. Und das ist quid pro quo. Einer bietet irgendwas, der andere, also einmal Leistung gegen Geld. Das ist, auch wenn jemand sagt, er arbeitet, er liebt seinen Beruf, sagt er nicht zu seinem Chef, du brauchst mir nichts mehr zu bezahlen. Also das ist ja Quatsch. Ja? Das heißt, durch die Liebe am Beruf oder am Hobby oder irgendwas befreit man sich nicht von allem, was die finanzielle Welt hergibt und hingibt. Das ist nicht richtig. Also das will ich nicht sagen. Und darum muss das auf jeden Fall klar sein. Leistung kostet irgendwas. Und die Auswahl des Lehrers wird kein leichtes Unterfangen sein, weil wir momentan tatsächlich durch das, was wir vorhin genannt haben, dieses Vermehrung der minderen Eigenreflexion der Masse, haben wir natürlich diese völlige fehlerhafte Selbsteinschätzung. Das Selbstbewusstsein ist oder die Eigenreflexion ist so nicht mehr richtig vorhanden. Dadurch entsteht natürlich, ich will auch. Das Wort ich bin auch Lehrer, ich kenne auch jemanden, der, ja, das hört man sehr, sehr oft. Oder kennst du den, der macht das auch? Ja. Das heißt, jeder macht es einfach. In jeder Straße gibt es plötzlich einen ganz qualifizierten, einen top qualifizierten Lehrer. Nur wo kommen die her? Und das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Wo kommen denn die her? Stellt euch mal die Frage und hakt da mal mehr nach. Da werdet ihr oftmals sehr verwundert sein. Es ist nicht umsonst so, dass man mittlerweile, wenn man Wing Chun googelt, Menschen sieht, die mit sich selbst irgendwelche Bewegungen machen, abstruse Bewegungen machen, sich
gar nicht mehr mit dem beschäftigen, was eigentlich einen Sinn ergibt, sondern es wird irgendwie irgendwas konstruiert und es fängt gar nicht mehr, bei Wing Chun muss ja alles mit einem Angriff anfangen, ansonsten macht ja das Ganze gar keinen Sinn, mit einer Bedrohung oder mit einem Angriff muss irgendwas was anfangen und oftmals sieht man schon anhand der Videos, dass die, die Konzentration auf was ganz anderes geht als um das Eigentliche. Das heißt, als wenn die Ursache verdrängt wird und nur noch so Bewegungen, die später eigentlich symptomatisch für die Ursache war, Bewegungen als Ursache dargestellt werden. Unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und darum mein letzter Artikel mit, es ist nicht alles Wing Chun, was Wing Chun heißt. Man kann ja alles nennen, wie man möchte und kommt natürlich dann zu dem Problem, dass jeder einfach es anbieten kann, sich auch irgendwie nennen kann, sich von einem Kumpel bestätigen lassen kann, etc. Das ist ja das Problem, wenn du in einer Organisation eine gewisse Hierarchieebene erreicht hast, sag mal, du bist vielleicht erster oder zweiter Technikergrad in Wing Chun und du fühlst dich plötzlich berufen, nur noch Lehrer zu sein und kein Schüler mehr zu sein. Das heißt, das ist der erste Punkt, den wir vorhin hatten. Ist der Kampfkunstlehrer selber noch Schüler? Selbst ich als Meister habe regelmäßig Privatunterricht und lasse mich in meinem Tun korrigieren. Und das ist für alle. Ich habe mal in Baden-Baden ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen aus Baden-Baden, der mich allen Ernstes gefragt hat. Ich war so kurz perplex, dass ich gar nicht darauf antworten konnte, ob ich denn immer noch Privatunterricht nehme. Warum? Hat er mich vor 3 oder 4 Jahren gefragt. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, und wann hast du? Er hat vor 20 Jahren oder ausgelandet. Ich meine, das tut mir leid, da fehlen mir die Worte. Das hat ja auch keiner mehr überprüft, jetzt sind wir ja genau beim Das hat ja keiner mehr überprüft. Das ja auch so sagen und weitergeben. Und der Schüler ist ja mittlerweile damit einverstanden, weil er das ja auch so will. Ja. Das ist ja die Gesellschaftsproblematik. Der Lehrer, der mit dem ersten, zweiten TG kein Schüler mehr sein möchte, der hat ja dann Schüler, die sind dann mit dem 11. oder 10. Schülergrad, haben die keine Lust mehr. Schüler zu sein. Jetzt muss der natürlich denen einen Schülergrad geben oder einen TG geben. Das heißt, sie haben mit der Leistung eines 10. Schülergrads plötzlich vielleicht einen 2. oder 3. TG, hören dann auch bei dem wieder auf, weil sie kein Schüler mehr sein wollen. Und so setzt sich das Ganze. Mir fällt gerade ein, wir hatten vor Jahren mal darüber gesprochen, dass es früher beim Boxen im 19. Jahrhundert das Gleiche gab. Da gab es plötzlich eine Schwemme von Boxlehrern. Die haben nie geboxt. Ja, das stimmt. Und das Boxen wurde dann immer schlechter, bis sich wieder so eine Sondierungsphase, und ich glaube, wir sind im Wing Chun gerade in so einer Sondierungsphase, bis sich das Gute wieder durchgesetzt hat. Konsolidierung, Try and Error. Genau. Diese Phase, und es ist so ein bisschen parallel wie beim Boxen im 19. Jahrhundert. Wenn ich aber sagen darf, dass wir ja seit Jahren versuchen, diesem Trend, diesem Abwärtstrend entgegenzuarbeiten und die Qualität hochzuhalten und unsere Schüler zu ermutigen, nach vorne zu gucken. Und ich habe also bestimmt, die meisten meiner Schüler können mit meiner Art des Unterrichtens sehr gut umgehen und keiner hat da ein Problem mit der Eigenreflexion. Wir haben versucht, über Jahre hinweg einen Lernmodus aufzubauen, der funktioniert im Sinne von Qualitätswahrung oder Erhöhung von Qualität. Also wir versuchen aktiv dagegen zu arbeiten und das ist auch erfolgreich. Ja, vielleicht noch so ein Schluss. Wenn ihr euch oder du dir, der das Video hier anschaut, wenn du dich dazu entschließt, Wing Chun zu lernen, das ist eine traditionelle Kunst, dann musst du das Hobby auch pflegen. Also das Anmelden und das Tragen von einem T-Shirt und einem schönen Logo oder das Machen von schönen Bildern, das führt dich nicht zum Ziel. Du musst dir also, wie vorhin schon erwähnt, einen Lehrer suchen, du musst auf den Weg gehen. Dann auch nicht sagen, ich habe heute mal keine Lust zum Training, das Seminar ist mir zu weit, das kostet mir zu viel. Es wird dich Zeit kosten und Geld kosten. Das ist alles überschaubar. Was wird dich Zeit, Geld und Energie kosten? Und dann kannst du das wie zu einer Gewohnheit werden lassen, wie das morgen- und abendliche Zähneputzen.
Es wird zur Gewohnheit, wenn du dir das anerziehst. Wenn es dein Hobby ist, dann pflegt das auch. Und das ist ja auch immer dieses Respekt, diese Respektfrage. Oftmals sagen Schüler, ja, ich erwarte auch Respekt. Ja klar, wenn du dich anmeldest, haben wir schon Respekt, dass du dich anmeldest. Jetzt musst du aber mal ein Jahr auch Leistung zeigen, um die nächste Respektstufe zu erreichen. Respekt ist immer nur stufenweise erkennbar. Und du brauchst keinen Respekt zu erwarten, den ein Meistergrad bekommt, weil du dich angemeldet hast. In den ersten 4 Jahren musst du Leistung zeigen. Das ist erstmal 4 Schüler gerade machen. Dann gibt es auch keine Ausrede wie, der Lehrgang war mir zu weit oder der Lehrgang war mir zu teuer oder ich brauche keine Graduierung. Das heißt, wenn du dich nicht daran hältst, dann mach es doch nicht. Und da haben wir die nächste Respektstufe. Jemand ist ein Jahr dabei und bekommt dann auch seinen Respekt für seinen 4. oder 5. Schülergrad, so wie es die Regel sein sollte. Und dann nach 2 Jahren 8. Schülergrad. Da muss ich sagen, Respekt, ja, der ist seinen Weg gegangen. Und wer in den ersten wer in den ersten 2 Jahren seinen Weg geht, der wird auch seinen Weg weitergehen. Wer in den ersten 2 Jahren seinen Weg nicht geht, wie soll es denn weitergehen? Das zieht sich wie ein Kaugummi bis in alle Ewigkeit und die Ausreden werden sich immer vermehren. Sobald du dir das erschaffen hast, deine Regel, Privatunterricht, wenn du es, wie du es auch immer planst, ist eigentlich zweitrangig, regelmäßiger Unterricht, nenne ich es einfach mal, regelmäßige Kontrolle und keine Ausreden suchen. Regelmäßiger Unterricht, regelmäßige Kontrolle. Und allein um das geht es. Und die Kontrolle nicht nur dein Lehrer, sondern dessen Lehrer ab und an mal. Oder ein anderer Lehrer, ja? Eine andere Ebene, die vielleicht sogar über deinem Lehrer steht, falls es möglich ist. Dann gehst du den Weg. Ansonsten würde ich sagen, lieber ein anderes Hobby suchen. Das bringt nichts. Ja? Oder in 3 Jahren Wing Chun lernen wollen oder in 5 Jahren bei Lehrgängen immer mal irgendeine Ausrede sich einfallen lassen. Das ist ja die Schwierigkeit, warum wir auch sagen, Kinderunterricht ist eigentlich schon unmöglich. Also wer Kinder unterrichtet, hat es ja noch schwerer, das dem Kind beizubringen, was wir jetzt gerade hier an Erwachsene übertragen wollen. Kinder wollen ja bespaßt werden. Ja, das ist das Problem. Und sobald die Bespaßung anfängt, ist der Wing Chun Unterricht vorbei. Jetzt können wir ja Erwachsene nicht wie Kinder behandeln. Das ist der Respekt, den ich meinen Schülern entgegenbringe, dass ich sage, ihr habt hier schon eine qualitative Leistung zu erbringen. Echter Respekt. Echter Respekt. Ja. Und ihr erlangt hier eine Fähigkeit, die euch über einen langen Zeitraum auch dann, wenn die Fähigkeit da ist, natürlich mit jeder Fähigkeitsstufe Spaß macht. Klar, die Fähigkeit macht ja dann Spaß. Aber nicht das Erreichen der Fähigkeit. Und da sind wir auf einem guten Weg. Also ich sehe da jetzt keine Probleme. Es gibt immer wieder so gesellschaftliche Verwerfungen, wo man dann erstmal wieder ein bisschen dagegen arbeiten muss. Aber das gab es schon immer. Mir ist da so ein Zitat eingefallen von Goethe. Kein Mensch möchte etwas werden, ein jeder möchte etwas sein. Also gab es früher schon. Ja. Und ich glaube auch, das ist so wie so Wellen. Tut sich immer wieder verwerfen und dann haben wir wieder eine Strömung, wo wieder alle in eine Richtung gehen und wo plötzlich die Qualität wieder ansteigt. Ich würde mir hoffen, dass mehr Kampfkunstlehrer den Weg, dass sie ihr finanzielles Einkommen darauf aufbauen, verlassen und wieder zurückgehen zur Qualität. Genau, durch das Try and Error würden eigentlich 20% der Kampfkunstlehrer, die wird es gar nicht geben, schon mal allein schon, weil sie noch nicht mal gut genug als Schüler sind. Ja. Also 20%, wenn ich nett bin, ja, die wird es schon gar nicht mehr geben, weil die als Schüler schon völlig untauglich sind. Und trotzdem haben wir diese Fülle von Lehrern. Und das ist jetzt dem, der das sieht. Ich meine, ich bin ja nur eine Möglichkeit. Und außerdem, wir müssen ja nicht unterrichten. Ich kann Lehrer empfehlen. Bei mir muss jetzt keiner sich zum Unterricht anmelden. Und andere Kampfkünstler, also von daher ist es genau, also, nur für uns. Das ist jetzt nur eine reine Analyse. Und Kampfkünste gibt es viele, gute Kampfkunstlehrer auch. Nur es muss irgendwann auch mal wieder, und das ist schwer für den Lehrer, selektiert werden. Oder es muss zur Konsolidierung kommen und ein paar brechen halt aufgrund dessen raus, dass sie erkannt werden. Und irgendwann fällt natürlich alles auf. Meistens natürlich schade für den Schüler, der sich entschieden hat, irgendwo hinzugehen, weil es billig ist, weil er ein T-Shirt geschenkt bekommt oder den Lehrer so nett findet. Ja? Der Lehrer ist nett. Und
Ja, es geht um mehr als um nett sein T-Shirt geschenkt oder was weiß ich, was alles, was dafür mittlerweile für Bespaßungsmodelle gibt. Was lerne ich? Wo komme ich hin? Abschließend vielleicht noch, ich habe mal längere Zeit im Festspielhaus Baden-Baden gearbeitet und dort Kontakt mit richtig tollen Künstlern gehabt aus der klassischen Musikszene und habe auch viel mit denen geredet. Da war immer der Respekt ihres Lehrers. Ich habe eine Opernsängerin, die Frau Damrau, hieß die, Daniela Damrau, muss mal nachgucken. Und da saß die Lehrerin von ihr bei der Premiere, ich glaube, es war Rosenkavalier, im Zuschauerraum. Und die hatte so, obwohl das, die ist also ein Weltstar, die hatte so, die war so nervös, weil ihre Lehrerin im Zuschauerraum saß. Die war äußerst angespannt und dann kam die Lehrerin und hat natürlich sie gelobt und alles, aber war auch sofort wieder, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du das und das. Und die, das ist eine große Frau, die Frau Dambrau, die war dann sehr... War wieder die Schülerin. Das war interessant anzusehen und eine schöne Sache. Ja, man muss ja auch bedenken, dass der Lehrer ja nicht stehen bleibt. Wenn man sich jetzt einen Lehrer aussucht, der Technikergrad ist, also man muss ja nicht den Lehrer aussuchen, der Großmeister ist, sondern kann sich auch einen Lehrer aussuchen, der Technikergrad oder 11. Schülergrad ist, der wird ja auch wachsen, während du wächst. Das heißt, du sagst ja nicht, jetzt habe ich den Lehrer eingeholt. Der Lehrer wäre ja nicht der Lehrer, wenn er nicht nach einem Jahr auch ein Jahr gewachsen wäre wie du. Deswegen der Punkt, wenn er der Lehrer kein Schüler mehr ist. Na dann. Okay. Viel Spaß in der Zukunft. Ne? Ich muss sagen, wir haben natürlich nicht alle Punkte geschafft. Ja, aber ich denke aber ziemlich auf den Punkt gekommen. Ne? Wir sind auf den Punkt gekommen. Auf alle Fälle, wir hätten noch Material für noch weiteres. Allerdings, würde ich sagen, damit es wirklich nicht so lang wird. Ja, ja. Gerne. Sag ich Tschüss aus dem schönen Schlosshotel in Berlin. Am Grunewald ist das, gell? Grunewald, ja. Grunewald, Berlin. Ja. Schönes Ambiente, empfehlenswert. Ja. Ja, verabschiede uns hier, Steve Wolf, der Steve Klaus Brandt, International Academy of Wing Chun. Bye-bye.